Ja, herzlich willkommen hier beim Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit der Hochschule der Medien in Stuttgart. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Gottfried Zimmermann und ich leite das Kompetenzzentrum. Ich begrüße Yannick Simon, der frisch gebackener oder ja, im Prinzip Absolvent ist von dem Studiengang Mobile Medien. Das ist ein Bachelorstudiengang und der heute seine Bachelor-Thesis vorstellen wird zum Thema Trainomat. Aber vorher ein paar Abkündigungen zur Organisation. Also wir nehmen dieses Webinar auf und deswegen können Sie Fragen im Chat stellen, aber am besten nicht per Mikrofon. Und wir möchten auch nur die Videos von uns zeigen, dass nur wir auf der Aufnahme drauf sind. Ich werde den Chat moderieren und dann Ihre Fragen zu gegebener Zeit aufnehmen oder einstreuen. Ja, das war's soweit. Ich werde am Schluss noch ein paar Dinge sagen, auch über unseren Newsletter vom Kompetenzzentrum. Aber jetzt gehen wir gleich rein in das Thema. Es geht heute um den Trainomat, so wie wir den genannt haben. Der Trainomat ist eine Open Source Plattform zur Verwaltung von Literaturreferenzen im Internet und auch sonstigen Ressourcen im Internet. Und man kann dort persönliche Bibliotheken erstellen oder auch Gruppenbibliotheken. Und an Gruppenbibliotheken können mehrere Leute gleichzeitig arbeiten. Das wird insbesondere benutzt von Leuten, die eben zum Beispiel irgendwelche Artikel schreiben, auch wissenschaftliche Artikel, und die dann auf diese Weise ihre Quellen organisieren und auch zitieren und auf automatische Weise ein Quellverzeichnis damit erstellen können. Diese Plattform ist aber auch in anderer Weise sehr hilfreich. Man kann nämlich hier Sammlungen von Ressourcen anlegen, die man entsprechend dann auch taggt. Das heißt, nach eigenem System, mit eigenen Kategorien verschlagwortet und dadurch durchsuchbar macht. Man kann nach Autoren, Titel, Erscheinungsjahr und so weiter suchen, auch nach Volltexten. Aber insbesondere eben auch über diese Kategorien, über diese Tags, diese Schlagwörter. Und wir haben hier ein eigenes System dazu angelegt. Und das werden wir nachher auch gleich sehen in der Demonstration von Yannick Simon, wie das aussieht. Das Problem war eigentlich, und das wird auch, denke ich, Simon nochmal ansprechen, Zotero ist eine schöne Plattform, ist auch kostenlos zu nutzen, wenn man es nur eben benutzt, um was nachzuschauen. Aber das Interface, die Webseite von Zotero selber ist nicht barrierefrei und nur in Englisch verfügbar. Und diese Probleme hat Yannick Simon in seiner Bachelor-Thesis gelöst. Heute geht es eben wirklich nur darum, dass wir zeigen, wie dieses neue Webinterface aussieht. Sie dürfen das auch benutzen. Es hat zurzeit um die 400 Einträge. Sie müssen bedenken, dass wir das einfach nur als solches zur Verfügung stellen. Wir kuratieren das nicht speziell für Sie, sondern wir stellen es einfach sozusagen als Nebenprodukt unserer Arbeit zur Verfügung. Im Wesentlichen habe ich diese Ressourcen zusammengestellt und verschlagwortet, zusammen auch mit manchen Leuten aus meinem Team. Aber wir garantieren nicht auf Vollständigkeit und Richtigkeit, denn das würde viel Zeit und Ressourcen verbrauchen, die wir leider nicht haben. Im Moment haben wir keine Finanzierung dafür. Trotzdem haben wir gesagt, wir gehen jetzt mal nach außen. Erlauben alle, dass sie das benutzen können. Und vielleicht kriegen wir ja auch noch eine Finanzierung dafür, um das auch wirklich kuratieren zu können. Ich bin da ganz hoffnungsvoll und das kann man vielleicht dann auch mit anderen Organisationen zusammen machen. Weil immer wieder höre ich, dass es doch gut und wichtig wäre, so eine zentrale Plattform zu haben, wo alle wichtigen Informationen zu digitaler Barrierefreiheit gebündelt vorhanden sind. Und es gibt so viele gute Ressourcen aus verschiedenen Quellen, englischsprachige, aber vor allem auch deutsche, und auf die haben wir hier ein besonderes Augenmerk gerichtet. Und anstatt jetzt alles zu sammeln, ist doch viel besser, man hat eine Stelle, von wo aus man auf andere Dinge verlinkt und durchsuchbar macht und auch verschlagwortet. So, jetzt würde ich übergeben an Yannick Simon, dass er uns mal erläutert, was er gemacht hat in seiner Bachelor-Thesis und auch eine Demo gibt. Bitte schön. Jo, vielen Dank.
Kam gerade schon die Nachricht, dass ich alles ordentlich beschreiben soll. Falls es da noch Fragen dazu gibt, einfach gerne melden und gerne reinrufen. Ich mache den Bildschirm an. Ja, genau. Mein Name ist Yannick. Ich habe mein Bachelor-Thesis bei dem Herrn Zimmermann gemacht. Dabei habe ich mich mit dem Trainomat beschäftigt. Titel von der Arbeit war Entwicklung einer barrierefreien Webanwendung zum Bereitstellen von Ressourcen einer Online-Gruppenbibliothek. Ziel war es dabei herauszufinden, ob und wie es möglich ist, eine Webanwendung zu entwickeln, die das Kompetenzzentrum nutzen kann, um Ressourcen zu digitaler Barrierefreiheit bereitzustellen. Gucken wir uns erstmal ein paar Basics an. Was ist der Trainomat eigentlich? Das ist ein Angebot von Kompetenzzentrum, was eben genutzt werden kann, um solche Ressourcen bereitzustellen. Genutzt werden kann das intern einfach für die Verwaltung von den Ressourcen, um sich dann Überblick darüber zu halten, und kann auch an Studierende weitergegeben werden oder für Workshop-Teilnehmer, dass die Ressourcen dazu eben da sind, dass man sich das angucken kann. Und dass eben das Kompetenzzentrum dann Sammlung hat. Ressourcen sind auch getaggt für die jeweiligen Themen. Sprich, wenn zu PDFs, zu Word-Dateien, interessante Zeitungsartikel sind die da getaggt. Der Trainomat basiert auf einer Zotero-Anwendung. Zotero ist ein kostenloses Open-Source-Software-Tool, womit man sich einen Überblick über solche Ressourcen halten kann, wo man die eben dann sammeln kann. Und es gibt da auch ein Browser-Plugin. Genau. Es gibt auch eine öffentliche Gruppenbibliothek, die kann dazu genutzt werden, dass sich die jeder angucken kann. Und durch die ganzen Plugins ermöglichen sich da eine Vielzahl von Anwendungsgebieten. Zum Beispiel, wie auch Herr Zimmermann es schon gesagt hat, kann man das zum Zitieren benutzen. So habe ich es auch in meiner Arbeit benutzt, dass ich dann quasi das Plugin für Zotero in Word drin hatte und dass ich da dann Zitate mitmachen könnte. Es gibt ein Problem bei Zotero und es ist die schlechte Benutzerfreundlichkeit und dass es eben nicht Barrierefreiheit ist und es somit eben für diesen Anwendungszweck für das Kompetenzzentrum nicht ideal. Das hat herausgefunden ein Usability Engineering Projektbericht. Das haben die im Rahmen einer Vorlesungsveranstaltung beim Herrn Zimmermann gemacht. Und ich baue eben auf diese Arbeit auf. Oh. Genau. Ergebnis war daraus ein Prototyp, in dem die Ergebnisse eingebaut haben. Zur Methodik, zu meinem Vorgehen führt, habe ich das in drei Teile aufgebaut. Ich habe erst eine Vorbereitungsphase gehabt, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe dann Recherche zu dem Projektbericht gemacht und zu Tero und habe dann einen eigenen kleinen Prototypen gemacht. Implementiert habe ich das Ganze mit React. React ist eine Frontend-Framework von Facebook. Damit kann man eben Frontends entwickeln für das Web. Das ist ganz cool, weil das ist dann nicht wie eine übliche HTML-Seite, sondern es benutzt, bietet ein bisschen bessere Benutzerfreundlichkeit, weil alles ein bisschen schneller ist. Und es hat so ein bisschen dieses App-Feeling. Und dann habe ich das Ganze noch validiert durch einen Nutzertest und durch den BigBitV-Test. Anforderungen an das Projekt war das Anzeigen von den Ressourcen. Die sollte man auch durch einen Freitext durchsuchen und durch eine Tag-Auswahl. Wichtig war eben eine hohe Benutzerfreundlichkeit und dass sich das Ganze barrierefrei nach der BitV 2.0 genau. Auf der linken Seite sehen wir den Prototypen von dem Projektbericht. Auf der rechten Seite ist meiner. Ich habe dazu Figma genutzt, habe das Ganze so ein bisschen angepasst, habe nochmal ein bisschen die Farbe angepasst, die Strukturierung von den Inhalten. Das hat mir beim Development-Prozess einfach geholfen, dass ich Sachen zuerst kurz testen konnte. Die Anordnung, Icons, Farben, die ganzen Funktionalitäten konnte ich dann eben in einem Figma-Prototyp zuerst testen.
Und ja, ergeben hat sich dann folgender Seitenaufbau. Ich habe am Anfang eine Startseite, wo die ganzen Einträge sind, wo die Suchfunktion ist. Von da komme ich dann zur Detailansicht über den einzelnen Eintrag, wo ich dann die Ressource auf einer externen Seite öffnen kann. Und ich habe auch eine Infoseite eingebaut, wo man darüber informiert wird, was der Trainomat ist und was ich da machen kann. Ich gehe jetzt in die Live-Demo rein und kann euch das alles mal zeigen, wie es aussieht. Der Trainomat ist unter der Adresse erreichbar. Aufgebaut ist das so, dass ich oben eine Statusleiste habe. Ich habe hier die Suchfunktion und ich habe hier die ganzen Einträge, die dann eben in der Liste sind. Genau, wenn ich nach Dateien suchen möchte, kann ich das dann hier in die Freitext-Eingabe eingeben. Zum Beispiel, wenn ich nach PDFs suche, wird das mir so angezeigt. Und die ganzen Einträge sind dann hier unten. Zur Suche mit der Freitextsuche, das habe ich so implementiert, dass es quasi ein Navigationselement ist. Wenn ich hier oben was eingebe, funktioniert das mit einer sogenannten Debounce-Funktion. Das heißt, nachdem kein Tasteneinschlag stattgefunden hat, wird das Ganze als Suchparameter hier oben in die URL reingemacht mit dem neuen Neuladen der Seite. Und das ist praktisch dafür, dass ich zum Beispiel diesen Link teilen kann. Zusätzlich kann ich das Ganze auch noch durch Tags auswählen. Zum Beispiel, wenn ich einfach mal irgendwas auswähle, ist es Microsoft und PDF ist es jetzt gerade drin. Das heißt, ich habe eine Ressource zur Erstellung für Word und PDF. Bei den Tags auch wieder ist es oben in der Statusleiste drin, sodass ich das hier eben rauskopieren kann und mit Interessenten oder Workshop-Teilnehmern oder Studierenden teilen kann. Ich kann das jetzt hier auch zum Beispiel mal eins rauslöschen. Bleibe ich wieder auf diesen Teil, kann das hier mal rauslöschen. Genau. Auch interessant ist, was ich dazu noch sagen kann, ist die Suchüberschrift, weil ich ja eine React-Application mache und die Sachen während der Laufzeit sich verändern, habe ich mit Area Live Text gearbeitet. Das ist so ein HTML-Attribut, was ich verwenden kann, um die Such- und die Überschrift hier auszuweisen. Und immer wenn sie sich verändert, wird es dann vorgelesen. Oh, ich habe eine Sortierfunktion eingebaut. Die kann ich benutzen, um die Sachen eben zu sortieren. Das ist auch ein Navigationselement. Also wenn ich jetzt hier was auswähle, wird quasi die URL neu geladen mit dem neuen Parameter. Und das wird hier dann angezeigt. Es war auch eine Entwicklung, die sich beziehungsweise nach dem Nutzertest ergeben hat, dass die Probanden das, am Anfang war es so, dass man hier auf den Titel klicken konnte und dass es dann so sortiert ist, hat für Verwirrung gesorgt. Deswegen in so einem Dropdown-Menü. Was kann ich hierzu noch sagen? Ich kann mal eine Datei auswählen. Das ist die Detailansicht. Unter anderem habe ich eine lokale Navigation, wo ich hier zurück navigieren kann. Ich habe eine Überschrift und einen großen Button, den ich nutzen kann, um dann die Ressource zu öffnen. Tags. Die Sachen haben eine Beschreibung. Ich habe Tags, die ich dann hier auch auswählen kann, um quasi mir Dokumente wieder zu PDFs anzugucken. Eine Anmerkung, die kann vom Kompetenzzentrum vergeben werden für alle möglichen Informationen und eben allgemeine Informationen. Der Autor zum Beispiel oder das Datum. Ich habe es auch so gemacht. Also die Anwendung basiert ja auf Zotero und ich kann mir auch dann noch die Originaldatei hier aufrufen lassen in der Zotero-Anwendung, falls Leute noch mehr Informationen dazu brauchen. Ich muss kurz auf meinen Zettel gucken.
Infinite Scroll. Es ist so, dass ich als Datenbank quasi Zotero nutze und Zotero gibt mir nicht unendlich viele Suchergebnisse zurück. Da sind jetzt gerade 473 drin. Da habe ich eine coole Funktion implementiert. Das nenne ich Infinite Scroll. Das heißt, wenn ich ganz nach unten scrolle, möchte ich dann ab einem gewissen Punkt mehr Elemente laden. Dafür habe ich die React Query Library verwendet, die das mir ermöglicht, dass ich quasi stückchenweise nur die Elemente lade. Und wenn ich dann eben wieder runter scrolle, werden die nächsten geladen. Was auch wichtig war, war Responsiveness einzubauen, sprich, wenn ich auf dem iPhone bin oder auf dem Desktop, dass die Seite sich ein bisschen anpasst. Das sieht man hier zum Beispiel jetzt schon mit dem CSS, dass die Titel nicht komplett lang sind, auch bei den Autoren. Und wenn ich jetzt auf dem Smartphone wäre, dass ich eben das Datum anpasse, dass es auf 4 Zeichen beschränkt ist oder dass hier die Beschreibungen weggehen. Und wenn ich das noch kleiner mache, ist das dann so, dass hier sich auch das Layout verändert. Auch implementiert habe ich einen Loading Indicator. Wenn ich jetzt hier irgendwas eingebe, zum Beispiel Word, das war jetzt relativ schnell, dass hier so ein Skeleton Loader auftaucht. Was ich auch implementiert habe, ist Language-Attribute für die verschiedenen Sprachen von den Titeln. Hier ist zum Beispiel ein Titel auf Deutsch, hier ist ein Titel auf Englisch. Dass, wenn ich das mit dem Screenreader verwende, dass es korrekt vorgelesen wird. Hier auch wichtig für den Screenreader, wir können uns das mal angucken. Auch bei der Entwicklung war wichtig, dass ich das in die korrekten Bereiche einordne, also hier oben ist eben die Statusleiste der Hauptnavigation, der Hauptbereich Suchergebnisse. So würden dann Personen mit einem Screenreader das benutzen, dass ich dann hier auch die einzelnen Links angucken kann. Genau. Allgemein wichtig war auch, einen hohen Kontrast zu haben, eine gute Lesbarkeit zu haben, dass der Button sich gut vom Hintergrund absetzt, dass alles gut lesbar ist. Was ich auch implementiert habe, ist diese Infoseite, wo ich eben dann allgemeine Informationen über den Trainomaten bekomme, wo der beschrieben ist, wie das mit den Tags funktioniert. Die ganzen Tags, sind dann in Tabellen gelistet. War auch wichtig, dass ich, das korrekte HTML benutze. Das nennt sich semantisches HTML, das dann beschreibt, welche Informationen dann tatsächlich angezeigt werden. Das ist auch hier wieder ganz interessant zu sehen, wenn ich das über diese Funktion hier angucke, dass die Tabellen korrekt ausgewiesen sind. Ja, so lässt sich das dann mit dem Screenreader gut verwenden. Was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ist hier diese ID mit den Navigationselementen, kennt man vielleicht, dass ich da schnell hin navigieren kann und dann die korrekte Ausweisung von Tabellenköpfen und Tabelleninformationen. Genau, zum Beispiel auch dieses Navigationselement, dass ich das hier oben anklicken kann, komme ich immer wieder zurück. Was man noch sagen könnte, ist, wenn ich hier eine Sache ausgewählt habe, komme ich auch mit der Navigation, wenn ich jetzt zurück navigiere, bleibt das hier drinne. Es ist Caching eingebaut. Vielleicht hat man es gerade gesehen, das ist auch mit der React Query Library umgesetzt. Das macht das automatisch, dass Sachen im Arbeitsspeicher bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt hier schon mal was ausgewählt habe, dass es drinnen bleibt. Ja. Jetzt gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich kann zum Beispiel noch das hier zeigen mit den Komponenten von React.js. Das ist eine wiederverwendete Komponente mit den Tags, die
Das habe ich zum Beispiel hier drinne oder auch hier drinne, die ist eben wiederverwendet und das ist dann auch mit Area Tags umgesetzt, dass ich quasi einen List-Item-Element als Button angebe, was auch wieder wichtig ist für die Barrierefreiheit, dass das korrekt angegeben ist. Genau, ich habe wahrscheinlich jetzt ein paar Sachen vergessen. Ich weiß nicht ganz, ob ich jetzt alles drin habe, aber wir können auch vielleicht gleich nochmal in Fragen kurz drüber gucken. Ja, zunächst mal vielen Dank. Herr Simon, Schön, Sie vielleicht, nicht? wenn Sie gerade mal draufbleiben, ich würde Ah. gerne mal noch ein bisschen das System erklären. Und zwar bleiben Sie einfach mal drauf. Sie haben ja ein bisschen gesehen, dass es bei den Tags diese Kategorien gibt. Und wenn Sie mal auf Tags auswählen gehen, dann, genau, dann sehen wir einen Teil. Also es gibt verschiedene quasi Kategorien von Stichworten, nach denen ich auswählen kann. Einmal geht es um eine bestimmte Anwendung oder geht es um ein bestimmtes Betriebssystem oder dann haben wir noch Dinge, die wir als Kompetenzzentrum empfehlen. Können Sie mal runterscrollen noch? Dann kann man praktisch nach bestimmten Formaten suchen. Also in welcher Form liegt diese Ressource vor? Ist es ein Buch, eine Checkliste, eine Datenbank und so weiter, Online-Kurs und so weiter oder eine Webseite? Und dann natürlich alles über den Inhalt. Geht es also jetzt um zum Beispiel um assistive Technologien und Adaptionsstrategien, das wäre das AT und AS. Oder geht es um, ich greife jetzt einfach ein paar Dinge raus, EAA für European Accessibility Act oder DEN 301549 oder BitV. Also das ist inhaltlich, worum es geht. Es kann auch mal sein, dass da steht zum Beispiel I-Video. Und dann geht es eben darum, wie ich ein Video erzeuge. Und das Format, was mit F bezeichnet war, das geht dann darum, in welchem Format die Ressource vorliegt. Also es könnte sein, es gibt ein Video darüber, wie ich ein Video erzeuge. Dann wäre das I-Video und F-Video. Aber wenn es ein Dokument gibt, das beschreibt, wie ich ein Video erzeuge, dann wäre das F-Format wäre ein Dokument und das I, der Inhalt, wäre Video. Also so ist es auch geordnet. Und dann gibt es noch andere Kategorien von Stichworten. Da können Sie gerade nochmal zurückgehen auf die ganze Liste. Ja, genau, da weiter unten. Also die Kosten, was kostet es? Ist kommerziell oder kostenlos? Und dann haben wir noch, ich glaube, drüber gibt es nochmal was mit W. Ja, genau. Dann haben wir für unsere eigenen Zwecke, wir haben ja Mini-Workshops, wir haben immer Links für vertiefende Literatur zu jeder Einheit und diese Links verweisen dann einfach über dieses Tagging auf eine Sammlung, die man im Trainomat vorfindet. Auf diese Weise ist unsere Linksammlung zu verschiedenen Einheiten immer aktuell. Genau, zum Beispiel, das ist zur Einheit PDF-Formulare aus Word gibt es eben dann hier diese neuen Suchergebnisse. Und dann haben wir so ein bisschen angefangen, das ist aber bei weitem nicht vollständig, wenn Ressourcen jetzt nicht zugänglich sind für bestimmte Personengruppen, dann haben wir das auch markiert. Das ist ja auch wichtig, dann das zu wissen. Und wir bemühen uns eigentlich, solche Ressourcen nur zu verwenden, die auch wirklich barrierefrei sind, aber manchmal ist es eben so und trotzdem finden wir es wertvoll, die mit reinzunehmen. Und dann ist diese Gruppennummerierung 424, das bezieht sich jetzt auf die EN 301549, Kapitel 4. Ich glaube, das sind die Leute, die nicht hören, 424 oder die schlecht hören, 425, dann ja. Und dann Qualifikation ist es für Einsteiger oder für Fortgeschrittene. Und dann für welche Rollen ist es für DesignerInnen und so weiter, da haben wir die verschiedenen Rollen drin. Geht es noch weiter nach unten? Ja, genau, dann noch Sprache natürlich. Also wir fokussieren uns vor allem auf deutsche Ressourcen, weil da ist echt ein Mangel. An Englischen gibt es mehr, aber manchmal sind auch Englische wichtig. Und dann noch verschiedene Technologien, zum Beispiel suche ich was zu PDF oder zu EPUB 3 oder so oder SVG. Und dann haben wir noch unter V, Vielfalt der Benutzergruppen, das ist eigentlich wieder eine inhaltliche Einsortierung nach Benutzergruppen. Da geht es oft um Ressourcen, die jetzt Bewusstsein fördern für Menschen, die nicht sehen können oder die wenig sehen, eingeschränkt sehen oder mit eingeschränkter Kognition und so weiter. Diese Tags, also diese Auswahl hier, wird immer ganz
Aktuell bestimmt daraus, was gerade an Ressourcen vorhanden sind. Also das ist nicht fest programmiert. Das hat ja Simon ganz dynamisch gemacht. Und so kann man das auch ständig erweitern, wenn man sieht, wir müssen hier nochmal Kategorien oder Tag-Werte ergänzen. So, jetzt gehen wir mal auf die Fragen ein, die hier gestellt werden im Chat. Okay, danke für das Lob. Barrierefreie Literaturverwaltung ist ja ein echtes Problem. Verstehe ich das richtig, dass man mit dem Joinomat barrierefrei in der Datei suchen kann, aber zum Eintragen muss man die nicht barrierefreie Zero-Original-Datei nutzen? Gibt es Bestrebungen, auch den Prozess des Literatureintragens barrierefrei zu gestalten? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Sie haben das genau richtig verstanden. Wir haben ein Frontend entwickelt für die Allgemeinheit, das barrierefrei ist und auch nur für diese eine Gruppenbibliothek, die wir Trainomat nennen, könnte man aber auch für andere Gruppenbibliotheken relativ leicht anpassen. Aber das Backend, nämlich für die Autoren und Autorinnen, die diese Einträge einstellen, das ist nach wie vor das nicht barrierefreie, entweder über das Webinterface von Zotero oder über die Standalone Anwendung, die man auf Windows und auf Mac laufen lassen kann. Und es gibt auch Wege für die mobilen Betriebssysteme. Die haben zum Teil Probleme, wobei meiner Erfahrung nach die Standalone-Anwendungen, also die Windows-Anwendung, ein bisschen besser ist als die Web. Aber ja, es ist da nicht barrierefrei. Und wir haben aber jetzt auch im Moment keine Ambitionen, das zu replizieren oder besser zu machen. Es ist eine Open Source Entwicklung. Wir könnten uns da einbringen, aber wir haben im Moment nicht die Ressourcen dafür. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Jetzt die nächste Frage: Werden die eingestellten Titel bzw. Ressourcen qualitativ geprüft? Ja, aber halt nur eingeschränkt. Also, wie gesagt, es ist im Prinzip unsere interne Bibliothek, die ich für mich und mein Team erstellt habe. Und ich schaue dann schon drüber oder wer auch immer was einstellt, dass wir nur die qualitativ hochwertigen Dinge nehmen. Aber es ist jetzt kein rigoroses Qualitätsmanagement. Es ist eher so, ja, was mir gerade aufgefallen ist bei der Arbeit, dann stelle ich es da rein, wenn ich es hilfreich finde, und dann verschlagworte ich das. Es ist schon gar keine Garantie auf Vollständigkeit. Es kann sein, dass es noch bessere Referenzen gibt zu bestimmten Themen, als die drin sind. Das ist sogar fast sicher. Wie gesagt, wir haben jetzt über 400 Einträge, aber es gibt sicher sehr viel mehr und es wechselt auch immer. Ich hoffe, dass wir da im Laufe dieses Jahres oder dann auch vielleicht in den nächsten Jahren zu einem besseren Ansatz kommen, dass wir wirklich auch vielleicht zusammen irgendwie, würde ich mir vorstellen, irgendwelche Projektmittel bekommen, um sowas auf Dauer dann auch zu kuratieren und für Qualitätssicherung zu sorgen. Im Moment ist einfach nur, es ist, wie man sagt bei der Software, so wie es ist, so müssen Sie es nehmen. Ich kann jetzt auch nicht auf E-Mails antworten, die mir inhaltliche Tipps geben. Wenn Sie technische Tipps haben, sagen, das und das funktioniert nicht, dann werde ich mich zumindest mal schauen, ob wir das lösen können. Aber inhaltlich weiß ich, das wäre im Prinzip eine Stelle, die man damit beschäftigen könnte, um die ganzen Vorschläge zu prüfen, zu kuratieren und einzustellen. Das kann ich und kann auch niemand von meinem Team im Moment machen. Werden die Ressourcen immer mal wieder geprüft und veraltete gelöscht? Ja, aber unsystematisch im Moment. Und das ist eben auch so ein Punkt, das würde dazugehören zum Qualitätsmanagement, dass man das eben dann auch von Zeit zu Zeit ganz systematisch macht. Aber wenn ich irgendeinen Eintrag reinstelle und ich sehe, da gibt es was Ähnliches, was schon veraltet ist, dann schmeiße ich das Alte raus. Und man kann ja zum Beispiel auch nach Datum der Erscheinung, des Erscheinens sortieren, sodass man auch die neuesten dann zuerst gelistet bekommt. Das ist natürlich sehr wichtig in einem Feld, wo sich natürlich Technologien und Dinge ganz schnell und rasant ändern. Ich kann vielleicht kurz auch zeigen, wo das, oder ich gebe das mal in den Chat rein. Vielleicht können Sie das dann zeigen, Herr Simon, auf der Webseite des Kompetenzzentrums. Da haben wir das jetzt verlinkt, diesen Trainomat. Also, wenn man auf barrierefreiheit.hdm-stuttgart.de geht, unter dem Menüpunkt Beratung und Weiterbildung,
Dann als letzten Punkt, neben unseren Workshops und so gibt es den Trainomat. Und wenn man da drauf geht, dann landet man auf dem Trainomat, den was Simon implementiert hat. Und dann nicht erschrecken, am Anfang ist die Liste leer, aber so nach einer Sekunde fühlt es sich ganz dynamisch, als wir das gerade gesehen haben, nach dem Prinzip, wie das auch was Simon erklärt hat. Ja, ansonsten den direkten Aufruf zum Trainomat habe ich Ihnen ja auch schon gegeben über den Chat. Wenn Sie technisches Feedback haben, dann bitte hier an diese Adresse, trainomat@hdmstuttgart.de. Inhaltliches Feedback bitte im Moment nicht senden. Wie gesagt, bis wir das gelöst haben, wie wir das systematisch kuratieren können. Im Moment ist es einfach nur quasi eine interne Bibliothek von mir und meinem Team, dass wir auf Kulanzbasis der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Jetzt kommt eine Frage, die Sie vielleicht, dass jemand beantworten können. Ist die Entwicklung auch Open Source, das, was Sie gemacht haben? Es hat eine License, Sie können sich das GitHub-Repo klonen, da können Sie daran entwickeln. Das ist Ihnen erlaubt, Sie können sich da Ihre eigene Version machen. Sie haben da alle Rechte, das zu machen. Dann müssen wir geschwind mal die URL durchgeben von dem GitHub. Ja. Können Sie das machen? Ja, genau, das wäre super. Ansonsten in der Zwischenzeit nutze ich, jetzt kommen wieder weitere Fragen. Ja, genau, MIT-Lizenz, danke für den Hinweis, genau. Ja, gute Frage, kann man auch nur deutsche Quellen anzeigen lassen? Ja, denn über dieses Sprache-Tag, also das war ja in Klammer S und dann DE oder EN, kann man eben sich das auch entsprechend auswählen lassen. Und dann kann ja, wenn ich jetzt zum Beispiel alle Ressourcen haben möchte in deutscher Sprache, dann mache ich das mal S, DE und dann vielleicht zum Thema PDF, dann würde ich noch T, PDF mit auswählen. Und dann habe ich jetzt alle deutschen Ressourcen zum Thema PDF. Und das sind immerhin 19 Ergebnisse hier jetzt. Der Pack ist auch dabei. Der ist jetzt zum Beispiel auch der alte noch. Da haben wir schon so einen Fall gehabt, Pack 2021. Inzwischen gibt es ja den neuen von 2024. Ja, gibt's, der ist oben drauf. Also müssen wir eigentlich jetzt den alten dann wieder rausnehmen. Oben erscheint der ganz neue, der Pack 2024. Ja, aber. Genau. Jetzt hat also immer noch die GitHub, das Repository, also das Projekt mit Quellcodes gepostet. Da können Sie, wenn Sie da sich das runterladen wollen, das verwenden oder wenn Sie irgendwelche Probleme entdecken, das auch als Issue dann einreichen. Weiß es nicht, wie lange Herr Simon dazu kommen wird. Verpflichtung gibt es keine, wenn man bei uns eine Bachelor-Thesis macht, dass man sich hinterher noch darum kümmert. Ich finde es ganz toll, dass er was gemacht hat, was wirklich uns was bringt und was auch nachhaltig ist. Und dann muss man halt schauen, es kann jeder den Code verwenden, auch für Projekte, die Sie haben und weiterentwickeln. So, danke für das Lob. Tolle Bachelorarbeit, tolles Angebot. Besonders gut gefällt mir der sehr übersichtliche Aufbau und die Erklärung der einzelnen Tags. Auch die Empfehlung zu Einstiegstext sind ein tolles Angebot. Ja, genau. Wir hoffen, dass es eben jetzt zumindest von der technischen Seite her passt und wir haben das auch erprobt. Also nicht nur, dass es zum Beispiel auch für Screenreader benutzbar ist, sondern dass es generell übersichtlicher ist. Herr Simon hat auch Umfragen gemacht und Usability-Tests mit Personen, auch mit Studierenden hier. Und aufgrund dieses Feedbacks ist dann dieses einfache Interface entstanden, was auch wirklich, finde ich, auch gut gelungen ist. Zuletzt hätte ich noch, oder wenn Sie noch Fragen haben, können Sie noch stellen. Ansonsten wird es abschließen mit der Werbung für unseren Newsletter. Also wenn Sie über solche Events, solche Webinare und andere Dinge informiert werden möchten, dann abonnieren Sie doch unseren Newsletter. Und eine Ankündigung habe ich noch. Nämlich, wir haben hier an der Hochschule der Medien unseren siebten Accessibility Day am 26. April. Und da kann man entweder vor Ort dazukommen oder wenn Sie weiter weg sind, auch eben nur online. Und das Thema ist dieses Mal digitale Barrierefreiheit von der Nische zum Mainstream. Es geht also darum, dass Barrierefreiheit wirklich
jetzt angekommen ist, auch in den Unternehmen und Experten in diesem Bereich immer mehr gefragt sind. Und da haben wir verschiedene Leute aus der Industrie, unter anderem auch eine Alumni, also eine Absolventin hier von uns, die jetzt bei Telekom MMS arbeitet. Gut, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann danke ich Ihnen fürs Reinschauen hier und schauen Sie einfach, wenn Sie die Aufnahme hören oder anschauen wollen später, dann kommen Sie einfach nochmal auf dieser Webseite vorbei, da ist es dann verlinkt. Danke und alles Gute und gerne können Sie den Trainerwald nutzen, dann viel Erfolg. Tschüss. Danke.